Das sind sie, die Bose QC35-2. Aus welchem Grund ich mir sie gekauft habe, warum ich diese Dinger liebe und was mich daran nervt, erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß! Seit 4 Monaten besitze ich nun schon die neuen Bose Kopfhörer und in einem Satz ausgedrückt, sie sind der Wahnsinn. Doch kommen wir mal zum Anfang. Die Verpackung sieht jetzt nicht übertrieben geil aus, so wie bei Apple, aber das ist ja auch nicht das Wichtigste. In der Box gibt es Kopfhörer, ein AUX-Kabel und ein Micro-USB-Kabel. Diesen Anschluss verzeihe ich euch, da die Akkulaufzeit wirklich brutal gut ist. 20 Stunden sind da locker drin, doch nun zur Einrichtung. Verbindet man die QC35 mit dem Smartphone, wird man gebeten, den Google Assistant einzurichten. Hat man den Sprachassistent eingerichtet und die Kopfhörer nochmals mit einem anderen Gerät verbunden, verbinden sich die 35-2 nach jedem Einschalten automatisch mit 2 Geräten, sobald man diese über den Schalter an der Seite aktiviert hat. Schiebt man den Schalter bis ganz hinten und hält ihn einen kurzen Moment dort, werden die bestehenden Verbindungen getrennt und die Ohrenschmeichler suchen nach neuen Apparaten und glaubt mir eins, jeder von euren Freunden möchte die Kopfhörer mal ausleihen oder sie mit seinem Handy verbinden und diese testen. Aber nun mal schnell zu den Bedienmöglichkeiten auf der Rückseite. Dort finden wir insgesamt 4 Knöpfe, darunter logischerweise auch 2 Lautstärkeknöpfe. Dazwischen befindet sich der Multifunktionsbutton, um beispielsweise die Musik anzuhalten. Auf der linken Ohrmuschel gibt es jetzt eine neue Taste, welche den Sprachassistenten aktiviert. Drückt man den Knopf einmal kurz, wird die Uhrzeit vorgelesen, hält man ihn an, kann man den Befehl an den Assistenten geben. Man kann aber auch das Noise Cancelling darüber ausschalten. Die Einstellung kann man über die App ändern. Standardmäßig ist das Noise Cancelling eingeschaltet und mit der Bose Music App, die ihr unbedingt braucht, wenn ihr die Dinger besitzt, könnt ihr die Geräuschunterdrückung auch auf minimal schalten oder komplett deaktivieren. Somit dürfte wohl auch klar sein, dass die Geräuschunterdrückung der erste Grund war, warum ich mir sie gekauft habe, und persönlich muss ich sagen, dass ich noch etwas mehr erwartet habe. Und genau diesen Satz haben ausnahmslos alle meine Freunde gesagt, nachdem sie sie getestet haben. Man hört schon wirklich extrem wenig, aber hin und wieder hört man dann doch das ein oder andere Geräusch. Es ist zwar ein komplett übertriebenes Beispiel, aber Cedric hat die QC35-2 mit in seinen Schlagzeugraum genommen und die Dinger während des Instrumentspielens getestet. Klar, da ist dann die Grenze überschritten, aber trotzdem ist es extrem geil und perfekt geeignet für beispielsweise Bus, Flugzeug und der Deutschen Bahn, die wirklich immer zu spät ist, wenn ich wohin muss. Der zweite Grund, warum ich mir sie gekauft habe, ist, dass man sie auch per Kabel verbinden kann. Dann kann man das Noise Cancelling jedoch nicht nutzen. Und ich brauche unbedingt ein Kabel, wenn ich meine Voice-Over aufnehme, damit ich mich sofort bei der Aufnahme hören kann. Zudem hat aber auch jeder gesagt, dass es die besten Kopfhörer seien, die er jemals getestet hat. Und genau das kann ich so bestätigen. Die Verarbeitung ist spitze und die Tonqualität einfach nur genial. Sehr lange konnte ich mich nicht zwischen den aktuellen Beats Studio und den QC35-2 entscheiden. Und zum Schluss kann ich definitiv sagen, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Damit war es das vom kurzen Review der 35-2. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Also macht's gut und tschüss.